Die Alternative für Deutschland im Landtag Brandenburg hat den Antrag eingebracht, den Rundfunkstaatsvertrag zu kündigen. Warum? Der Rundfunkstaatsvertrag ist die Grundlage für die Erhebung von Gebühren, besser bekannt als GEZ. Wir sind der Meinung, dass wir keine Zwangsgebühren brauchen für Zwangsmedien, die Zwangswahrheiten produzieren. 7 Milliarden Euro, 7.000 Millionen Euro zahlen die Menschen in Deutschland für diese Zwangsgebühr. Wir lehnen dieses System ab. Wir glauben, das ist unangemessen. Das ganze System gehört grundlegend reformiert. Wir machen mit dem Antrag auf den Ausstieg aus dem Rundfunkstaatsvertrag den ersten praktischen Schritt und lassen unseren Worten auch Taten folgen. Dafür steht die AfD.